So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute die vegetarische Woche, beziehungsweise, ach, vergiss es, wir setzen noch einen drauf, wir gehen in die vegane Woche natürlich, wenn Sie jetzt bestellen, Spaß natürlich. Wir haben eine Pizza entdeckt von Follow Food, ich weiß nicht, ich habe da zwei Stück gehabt, eine Yoga-Pizza und die Verdura Bio Vegan Pizza mit Bio Dinkel Boden. Also, das klingt doch schon mal richtig genial. Die wollen wir mal testen, auf jeden Fall. Hier seht ihr das nochmal. Verdura Bio Vegan. Hier steht nochmal Bio. Hier steht nochmal Bio Dinkel Boden. Ne? Follow Food. Und die ist richtig genial. Den guckt mal, wie die aufgeht. Ihr tut den Finger hier vorne rein, dann trennt ihr das so auf und dann könnt ihr hier so im Dreieck in die Pizza reingucken. Jetzt zeige ich euch aber nochmal vorne kurz, wie das ausschaut. Follow Food, folge dem wahren Geschmack. Verdura Bio Vegan mit Bio Dinkel Boden, Bio nach EG Öko Verordnung, Vegan, italienische Holzofen Pizza. Mit gegrilltem Gemüse und erntefrischem Brokkoli. So, sieht auf jeden Fall dunkel, rot und dunkel, schwarz, guck alles böse. Sieht aber irgendwie interessant aus. Mit Bio-Dingelboden, das Follow-Food-Prinzip. Das haben wir, glaube ich, auf der anderen auch gehabt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Aber ich glaube, das mache ich nach der Yoga-Pizza. Da müsste also dasselbe mit draufstehen. Wir gucken uns das hier nochmal an. Wenn wir es aufgeklappt haben, wenn wir es rausgeholt haben. So, da ist es auf jeden Fall. Die müssen wir jetzt aber noch aus dem Papier rausholen. Dann werden wir die mal in den Ofen reinpacken. Mal gucken, wie die schmeckt. Da bin ich gespannt. Bei der anderen, die hatte ja auch so Hummus, so eine Hummus-Creme oder Hummus-Soße auf dem Boden verteilt, wo ich dachte, das ist einfach nur alles trocken und da ist gar nichts. Aber man hat dann natürlich gesehen bei näherer Betrachtung, dass der ganze Boden erstmal mit Hummus bestrichen war und auf dem Hummus-Bestreich dann noch Zutaten waren, vereinzelt. Hat im Endeffekt eigentlich besser geschmeckt, als ich dachte, aber mir hat trotzdem irgendwo was gefehlt, ist was Außergewöhnliches. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag essen oder ich denke mal, dass es auch nicht für jeden geeignet ist. Hier könnt ihr euch die mal reinziehen, wie die so aussieht. Ihr habt ja auf jeden Fall schön Paprika, die man sieht. Ihr habt Zucchini müsste das sein. Ihr habt den Brokkoli da drauf. Ihr habt nicht nur grüne Paprika, ach, nicht nur gelbe, sondern auch rote. Riecht auf jeden Fall gefroren, ne? Wunderbar. Die machen wir jetzt mal warm. Guck mal, wie die schmeckt. Ist auf jeden Fall auch wieder heidenteuer gewesen. Ich glaube, fast 4 Euro für so eine Pizza von Follow Food. Auf jeden Fall bewusst ernähren. Denn andere, die geben 10 Euro aus und essen 50 Pizza am Tag und dann sind die Schweine fett. Aber bei Follow Food, da könnt ihr euch nur eine leisten. Werdet nicht satt. Hungert dann, bis ihr wieder Geld habt, um euch eine zweite davon zu kaufen und dann nehmt ihr natürlich ab, weil die so teuer sind, dass ein ganzes Jahresgehalt drauf geht, um euch eine Pizza davon zu leisten. Wir hauen die jetzt in den Ofen und melden uns gleich zurück, wenn die fertig ist, zum Testen. So, da sind wir auch zurück. Wir können ja noch mal kurz gucken, was normalerweise da alles drauf ist. Hier so Tomatenpüree, marinierte Aubergine, marinierte Zucchini, Petersilie, Spinat, Brokkoli, gegrillte rote und gelbe Paprika, natives Olivenöl, Salz, Sonnenblumenöl, Traubenzucker, Hefe, Zwiebeln, schwarzer Pfeffer, kann Spuren von Fisch, Krebstieren, Milch und Soja enthalten. Da bin ich mal gespannt. Die vegane Pizza mit Fisch und Krebstieren, das sind doch auch Lebewesen. Ich dachte, man darf generell keine tierischen Produkte essen. Jetzt ist Fisch wahrscheinlich kein Tier, sondern ein Zustand. Egal, hier ist sie nun. Hier ist sie fertig. Guckt euch das an. Vorhin hat die noch so schön gestrahlt. Jetzt ist sie einfach nur schwarz. Ob das jetzt an mir liegt, ob das am Ofen liegt, ob das an der Pizza liegt, ich weiß es nicht. Was das hier ist, weiß ich erst recht nicht. Sieht einfach aus wie eine Nacktschnecke. Da liegt halt eine ganze Nacktschnecke drauf. Die wollen wir mal probieren. Schmeckt
Schmeckt auf jeden Fall nach nichts, also esst mehr Nacktschnecken. Und wir nehmen uns mal hier hinten dieses Stück. Ist wie immer wahrscheinlich einfach nur zu lange im Ofen gewesen. Hier vorne sehen wir aber den Brokkoli. Da ist auch ein Katzenhaar dran, sehe ich gerade. Wie das schon wieder draufkommt, keine Ahnung. Sind sogar mehr als nur ein Katzenhaar, beziehungsweise habe ich die wahrscheinlich alle am Finger und mache noch mehr drauf. Deswegen immer schön Hände waschen. Wir probieren jetzt mal die Verdura Bio Vegan Pizza mit Bio-Dinkelboden von Follow Food. Boden ist knusprig. Der Bio-Dinkelboden ist auch relativ dünn. Wenn man das mal so von der Seite betrachtet, das ist wirklich so ein dünner Boden, dünner geht's nicht. Ansonsten schmeckt sie ein bisschen verbrannt. Dadurch natürlich auch relativ trocken. Gut, dazu können die ja jetzt nichts, wenn man das falsch zubereitet. Aber ich finde auf jeden Fall, vom Rest schmeckt man auch nicht wirklich was. Wir hatten ja die Yoga-Pizza. Die Yoga-Pizza hat auf jeden Fall einen besseren Geschmack gehabt. Gerade durch diesen Humusboden mit dieser Humuscreme bestrichen, fand ich den eigentlich ganz chillig. Hier finde ich es jetzt nicht so berauschend. Ist meiner Meinung nach weniger drauf, weniger was wirklich Geschmack gibt. Das ist eigentlich alles geschmacksneutrale Sachen. In dem Sinne jetzt halt auch trocken und verkohlt. Aber haut mich jetzt nicht vom Socker. Vom Sofa aus den Socken. Dafür ein ganzes Monatsgehalt ausgeben, das muss nicht sein. Der erste Biss müsste immer der beste sein, weil da der wenigste Rand ist, aber ihr am meisten einfach von den Zutaten habt, am meisten Geschmack. Ist trotzdem nicht so meins, also wer sich vegan ernährt, wer gesund leben möchte, wer das mal probieren möchte, kann das gerne mal machen. Follow Food, die haben bestimmt auch ganz viele andere Sachen im Angebot. Ich kenne jetzt nur die zwei Pizzen davon. Kennt ihr Follow Food, die Marke? Schreibt es mal in die Kommentare. Und habt ihr auch schon mal so eine Pizza gehabt? So eine Bio-Vegan-Pizza oder so eine Yoga-Pizza? Schreibt es auch mal rein. Was haltet ihr generell davon? Braucht ihr unbedingt Fleisch auf der Pizza oder geht auch mal eine Gemüsepizza mit Grillgemüse? Könnt ihr das empfehlen? Könnt ihr das nicht empfehlen? Ansonsten guckt man natürlich weiter, ob es immer mal wieder was Neues gibt. Wie gesagt, die Yoga würde ich sogar noch mal essen im Nachhinein. Aber die Verdura Bio Vegan muss nicht sein. Streiche ich raus, den Rest esse ich trotzdem noch auf. Wir wollen ja nichts verschwenden. Irgendwo, der Magen muss gefüttert werden. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.